Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Shadow of the Tomb Raider. Wir haben ja dieses komische Dorf oder den Dorfeingang gefunden. Oder den Eingang im Dorf, wie auch immer. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Wieder eine mächtig große Höhle. Also das Spiel bietet echt sehr viel Spielzeit. Kann man überhaupt nicht meckern. Gab's andere Tomb Raider Teile, die waren nicht so lang. Das muss der rote Pilz sein, den Amaru in seinem Brief erwähnt hat. Er ist offensichtlich tödlich. Welcher rote Pilz? Na ja, gut, gehen wir jetzt nicht rein. Ich muss die Kanone in die richtige Position bringen. Ja, machen wir jetzt schon. Die muss Trinity aufgestellt haben. Sie sollten noch funktionieren. Ich muss die Kanone in die richtige Position bringen. So, durchschneiden. Das ist die richtige Position. Gut, dass die noch geladen war. Nach all den Jahren. Oder rumstand. Oh. Scheiße! Da haben wir nix. Na klar, wieder so eine Riesenstadt. Das Tor diente nicht nur zum Schutz, es sollte das Grab verbergen. Und Amaru wusste, dass es hier war. Die Spuren sind tödlich. Ich kann nicht durch. Aber ich komme nicht durch die Barriere. Ja, muss er wohl erst mal weg. Das Ding steht nicht ohne Grund hier. Es muss einen Nutzen haben. So, das bringt gar nichts da. Lass mich erst mal hier nach drüben bewegen. Das Ding steht nicht ohne Grund hier. Es muss einen Nutzen haben. Ja, lass mich ja schon mal gucken. Dafür habe ich nicht genug Platz. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Das Ding kann man hin und her schieben anscheinend. Gib's halt mal darüber. Ah, jetzt kann man das hier vielleicht da drauf schieben. Was ist da drunter? Nein, das passt nicht drunter.
Beziehungsweise ist die Schiene da doch kaputt, oder? Wahrscheinlich hier oben ja, draufziehen. Damit sich die Kanone nicht wieder sinkt. Voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hm. Ah. Ja, dann muss ich nochmal zurück mit dem Ding. Muss anscheinend erst mal da oben drauf kommen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich verbrauche echt wenig Zeug, da ständig alles voll ist. So, jetzt ist das Ding hier schon mal weiter unten. Reicht das überhaupt? Dass das da drunter passt? Nochmal dranhängen, dann soll das gehen. Falsch. Ja. Mich dann nur beeilen, damit der Wagen oder das Ding da fahren kann. Feuer frei.
Oh oh. Da ist ein wenig daneben gehüpft. Altes Schifflicht hier auch. Weitergehen. Da stirbt man da unten. Gott, so viele Leichen. Ich muss die Spuren umgehen. Hoch oder nicht? Okay. Stirbt's anscheinend gleich. Ah, hier. Und da ist das Ding. Dürfte wieder irgendein extra flüssig sein. Ziele auf dein feiner Markierin, um darauf zu verfolgen. Okay. Naja, gut. Der ganze Ort ist ein Test. Amaru wollte Trinity hier seine Loyalität beweisen. Hätte er sich früher verpflichtet, hätten sie ihm die Lebensmittel sofort gegeben, bevor Sairi auf der Jagd getötet wurde. Ich werde nie wieder zögern. Amaru machte seinem toten Bruder ein Versprechen, das kein anderer Paetitianer lesen konnte. Es gibt nur eine Person, die mir das bestätigen kann. Und wir müssen nicht zurücklaufen. Das ist manchmal auch entspannt. Ist dann einfach wieder im Dorf oder wo man das Gespräch suchen muss. Na gut, fast. So, wo müssen wir jetzt hin? Kehre zum alten Mann zurück. Wo ist der alte Mann? Was haben wir denn hier? Sowas? Nö.
Also doch wieder ein Stück zurück. Weiß ja nicht, wo der alte Mann jetzt ist. Ja. So, naja, hätten wir auch reisen können. Hier war doch irgendwo noch so ein Feuer. Oder leuchtet's? Müssen wir hin oder da unten? Sind wir gleich bei dem Mann. Ah, du bist's wieder. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ich glaube schon. Mehr als erwartet sogar. Du wirkst besorgt. Was beschäftigt dich? Hast du Amaru hier je wieder gesehen? Nach der Hungersnot? Du meinst nach dem Tod seines Bruders? Wie gesagt, sie waren unzertrennlich. Als Sairi starb, fand auch ein Teil von Amaru den Tod. Nicht viel später kam er noch einmal her, aber danach nie wieder. Er verschrieb sich vollständig dem Kult von Kukulkan. Ich nehme an, der Tod seines Bruders hat alles verändert. Danke. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Koryanka hatte recht. Das Rad ist wichtig für Amaru. Es könnte sein wertvollster Besitz sein. Wir haben keinen Grund und kein Recht, es ihm nicht zu geben. Gut. Geben wir das auch noch ab. Wo war's denn? Ich glaube, hier war das. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Achso, bin wieder nicht verkleidet, indem ich als erstes auch mit durchlassen dürfen. Also wieder zurück. War denn hier das Feuer jetzt wieder falsch? Ja, ich bin immer noch dieselbe. Oh, jetzt geht's auf einmal. Gib ihm das hier. Amaru! Was wollte die unverschämte Priesterin? Damit. Ich bin versteckt, du siehst mich nicht.
Bericht erstatten. Ja, das machen wir jetzt auch noch. Wenn sie da noch Bericht haben wollen, dann ist hoffentlich die Mission auch erledigt. Erst ziehe ich mich wieder um. Komische Outfit da. Das. Ah, das ist gut. Ich glaube, es war das hier. Okay, es war doch das andere. So, wer will jetzt die Informationen? Du bist zurück. Was hast du rausgefunden? Zu viel, denke ich. Was ist passiert? Ich habe Amaru das Verschlüsselungsrad gegeben. Es hat keinen Wert für die Rebellion. Das Rad ist etwas Persönliches. Ein Andenken, das Amarus Liebe für seinen Bruder Sairi repräsentiert. Die Codes führen zu mehreren Verstecken der Brüder, die in der Stadt verteilt sind. In einem waren Lebensmittel von Trinity gegen die Hungersnot. Aber Sairi hat das nie erfahren, weil er da bereits tot war. Amaru war nicht immer so, wie er jetzt ist. Trotz aller Fehler ist er überzeugt, das Beste für Paititi zu tun. Ich weiß, diese Stadt und ihre Einwohner hat er immer in seinem Herzen getragen. Zusammen mit seiner Trauer. Balldämpferpistole, habe ich doch schon eine. Neue Stiefel. Oha, war es anscheinend schon. Aber ich glaube, die Mission ist jetzt erledigt. Ja, nur noch eine neue offen. Na gut, das war's. An dieser Stelle wieder. Aha, jetzt ist abgeschlossen. Da wenn gedauert. Das war's an dieser Stelle wieder mit Shadow of the Tomb Raider hier auf meinem Kanal. Ja, Dankeschön fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Tschüss.